Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Stella. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir, der Tag 24, Sonne, Sommerprise. Ja, wir machen uns weiter im Dungeon. Wir haben letztes Part Dianthus. Oh, was? Es geht doch mit der Dianthus-Geschichte weiter. Ich wollte gerade sagen, wir machen hier die Story, aber anscheinend haben wir hier noch Dianthus, der das Ende von seiner Kindheit erzählen will oder so. Keine Ahnung. Na gut, machen wir das, oder? Lies Dianthus' Brief. Ich meine, da ist der letzte noch fehlt. Das müssen wir noch machen, ne? Das müssen wir noch machen, aber keine Sorge. Es geht danach mit der Story direkt im Anschluss weiter. Also, macht euch da mal keine Sorgen. Wie ich helfen kann? Emily teilte mir mit, dass sie ihr Gedicht vollendet hat. Ich spüre, dass uns die Zeit davon läuft. Ich habe selbst nachgeforscht, ob es noch eine Möglichkeit gibt, sie zu retten, aber vergebens. Es bleibt keine Zeit mehr zu forschen. Darum habe ich beschlossen, mich mit ihr zu treffen. Ein, bitte triff mich im Luftschiff, dann besuchen wir sie zusammen. Ja, meine. Tun wir, ne? Ich habe übrigens mal die Einsiedlerwurzel hier reingepackt, und wir wissen, was man bekommt. Haoma-Getränk. Das ist neu. Dafür die Einsiedlerwurzel reinpacke. Manche Leute nehmen die Wurzel lieber heraus, aber andere schwören drauf, sie drin zu lassen. Achso, ja. Ja gut, ne? Na gut, Guten Morgen. Hallo, drückst du mal A, bitte? Wir machen jetzt natürlich erstmal jetzt die Quest, ne? Keine Angst. Danach geht's im Anschluss direkt weiter mit der Hauptstory. Ich muss aber noch gießen. Ich weiß, eigentlich geht die Welt gerade ist die Welt gerade am Untergehen, aber ihr wisst ja, wie es läuft, ne? So ist das halt normal. In so Rollenspielen. Welt ist komplett am zerstört werden. Und was macht der gute Miku? Er muss sein Feld aber noch gießen. Das muss ja, ne? Es gibt Sachen, die müssen im Leben getan werden. Und das ist Feldgießen. Definitiv. So, aber nun Scherz beiseite. Packen das ganze Zeug noch weg hier. Ja, die Einsiedlerwurzel will ich eigentlich nicht verkaufen. So, den lassen wir Getränke mal hier drinne. Immerhin Getränk. Und dann gehen wir zum Flugschiff und reden mit Dianthus. Und da haben wir seine Quest ja auch bald erledigt, ne? Das hat doch was. Und den Dungeon machen wir dann im Anschluss weiter, weil die haben wir ja im letzten Part sowieso schon angefangen. Dianthus. Wo bist du denn? Ja, das war nicht. Das macht mir ein bisschen Angst, ne? Wenn man hier so raufläuft, ne? So ein bisschen Angst macht es da doch schon, ne? Wer baut sowas? Klar, runtergucken ist schon nice, ne? Du verschmilzt ein bisschen mit dem Hintergrund. Mit dem Luftschiff. Du kommst wie gerufen. Ich habe eine Nachricht von Emily erhalten. Ihr Gedicht ist fertig. Begleitest du mich? Ja. Sehr gut, dann lass uns gehen. Yes! Aber du weißt schon, dass die Welt bald, ne? Also, ich wollte es mal anmerken. Dianthus, danke fürs Kommen. Emily, du. Wie geht es dir? Du hast nicht mehr viel Zeit. Du hast recht, die Ärzte meinen, es wäre ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Oh, dann bedeutet das, es muss schwierig für dich gewesen sein, uns hier draußen zu treffen. Alles in Ordnung. Na gut, das ist nicht ganz wahr, aber ich wollte es so gerne. Emily. Dianthus, das ist vermutlich das letzte Mal, dass wir uns sehen. Ich verstehe. Aber mein Gedicht ist fertig. Hier, bitte nimm es. Selbstverständlich. Danke für alles, Dianthus. Ich werde dein Werk mit der Welt teilen, wie ich es dir versprochen habe. Ich wünsche dir nichts als Glückseligkeit, Emily. Ich werde deinen Wunsch in Ehren halten.
Stimmt das nicht? Kann ich noch etwas anderes für dich tun? Nein, du hast schon genug getan. Deine Unterstützung bei meinem ersten vollständigen Werk bedeutet mir so viel. Nichts könnte mich glücklicher machen. Wo wir gerade dabei sind, könntest du es bitte für dich behalten? Warum denn? Ja, Millie, wieso sagst du so etwas? Vorher hätte ich keine Sekunde daran gezweifelt, mein Gedicht zu veröffentlichen. Aber jetzt möchte ich es einfach nicht. Kannst du das genauer erläutern? Weil ich möchte, dass es zwischen dir und mir bleibt. Ich will, dass es uns allein gehört. Tut mir leid, du findest das bestimmt sehr eigenartig. Das finde ich. Bisher war es immer dein Ziel, mit deinen Gedichten eine Spur auf dieser Welt zu hinterlassen. Dann ist es völlig unlogisch, es vor uns zu behalten. Ich weiß aber trotzdem. Natürlich möchte ich, dass Menschen auf der ganzen Welt meine Gedichte lesen. Aber noch viel mehr möchte ich, dass du es liest und es für dich behältst. Nur ich? Wir sollten ihren Wunsch respektieren. Ist es das, was du wirklich willst? Dann werde ich das tun. Diantus, ich werde dein Gedicht nicht veröffentlichen, bis die oberste Direktive erfüllt und meine Antriebsfunktion ein für alle Mal abgeschaltet worden. Werde ich dieses Gedicht in meinem Erinnerungsspeicher aufbewahren. Giantus, ich danke dir. Oh, tut mir leid, ich muss bald wieder zurück. Ich schätze, das heißt dann liebe wohl. Emily. Ja, Giantus? Ich weiß nicht, welche Reaktion in einer solchen Situation angemessen wäre. Doch die Zeit, die wir zusammen verbringen konnten, war sehr wertvoll für mich. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Was sollte ich in so einem Moment sagen, Ein? Wir sagen, wie dankbar wir sind. Du hast recht. Emily, danke. Natürlich. Und ich danke dir, Diantus. Vielleicht will sie einfach in so einem Brief... für jemanden, das verändert ja auch ein menschlich, ne? Vielleicht will sie einfach für jemanden, ihm, will sie Diantus, also sie ihr so Menschlichkeit über die Jahre vermitteln, so mit dem Brief, weil je mehr, weil er, Diantus ist ja auch eine KI und die bleibt ja auch ewig bestehen, wenn sie nicht gelöscht wird. Und vielleicht verändert es vielleicht dadurch, dass der Brief immer in ihren Erinnerungen bleibt, macht es ja auch was mit ihr, sodass sie halt vielleicht eventuell immer anders handelt in manchen Sachen. Und das ist ja auch schon quasi, wie soll ich sagen, ein Vermächtnis von ihr, von Emily. So denke ich das zumindest. Kann sein, dass der Entwickler was anderes gedacht hat. Ist alles in Ordnung, Diantus? Ich bin mir nicht sicher, meine Logikrezeptoren scheinen eine Fehlfunktion zu haben. Entschuldige, Ein, darf ich dir eine Frage stellen? Eure Menschenleben sind voller Begegnungen und Abschiede, oder? Wenn das so ist, wie schafft ihr es durch solche Höhen und Tiefen, ohne daran zu zerbrechen? Weil wir sie in Erinnerung behalten. In Erinnerung? Ich verstehe. Diese Automaten im Phantasmagoria sagten etwas Ähnliches. Niemand übertrumpft das Gedächtnis. Für uns künstlich hochentwickelte, hochintelligente Wesen stellt das Herz immer das größte Hindernis der menschlichen Existenz dar. Doch eigentlich ist es dieses Herz, das es euch ermöglicht, eure Spuren für die Nachwelt zu hinterlassen. Es gewährt euch die Gabe, von einem besseren Morgen zu träumen. Das ist der Mechanismus, der hinter den menschlichen Herzen steckt. Scheint es herausgefunden zu haben. Ich glaube, das habe ich. Ein? Es ist, wie du gesagt hast. In mir steckt ein Rauschen, das strahlt wie ein Licht. Ich dachte, das wäre eine Fehlfunktion meiner Logikrezeptoren. Aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Das Herz ist schwer zu verstehen, selbst für die, die eines besitzen. Und es ist doch oft unberechenbar. Deshalb ist es dort am stärksten, wo das Gehirn am schwächsten ist. Nur so kann ich es mir erklären. Und deshalb werde ich mich diesen Rauschen fügen. Und euch und eure geräuschvollen Schaltkreise näher zu kommen. Oh, Diantus. Das Ende der Kindheit. Drei Philosophensteine. Nice. Oh, Gottes Willen. Diese Musik plötzlich, ne? Ja, wir packen die Philosophensteine mal kurz mal noch weg und dann
machen wir uns auf. Dip, 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 dip. So, lass mich jetzt hier weg. War doch sehr, sehr rührend, ne? War sehr rührend. Was auch sehr rührend ist, ist, dass wir uns gleich den Weg zum nächsten Dungeon durchkämpfen müssen. Zum weiter Dungeon-Time machen. Ihr wisst Bescheid. Da werden wir eh nicht drum herum kommen. Aber ich hab Bock. Ne? Ich hab Bock. Wir werden es tun. Wir gehen da jetzt hin. Wir dürfen da jetzt ganz hoch kracken. Kraxeln. Ist das Kraxeln? Was ist denn bei Kraxeln, ne? Weltraumlift Vergilius. Nee, wobei. Ich wollte es Orbitalwiege. Die Musik ist einfach viel zu episch. So, und dann wollen wir zu Beatrices Wiegenlied. Ich weiß natürlich nicht, wer Beatrice ist, aber ist ja auch egal. Wir haben hier eine Abkürzung freigeschaltet. Und zwar Abkürzung Nummer G. G steht für Geheimgang. Keine Ahnung, Mann. Ist einfach alphabetisch angeordnet. So. Ich hoffe, ich bin auch bald aus diesem langweiligen Stil raus. Wir hatten jetzt sehr viel mechanische Sachen. Und sehr viel, heilige Sachen, wie das hier. Ich hoffe, es ist bald Ausgangszeit. Zeit für... weiß ich nicht. Wälder, die ich viel lieber sehe als das hier. Ich setze auch keine Spezialfähigkeiten ein, weil ich eigentlich nur... durch will. Ich will meine Ausdauer nicht verschwenden an so eine Mini-Gegner. Okay, wir haben es geschafft. Soll ich mal vor was trinken? Ja, ne? Hier. Kokossaft. Mhm. Ja, kein Portal hier. Ich wollte es mal anmerken. Oh nein, nicht du schon wieder. Oh, Diantos, ich dachte, du wärst aus dem Kollektiv verschwunden. Was machst du hier? Wir sind hier, um dich aufzuhalten. Kallisterfus, ich glaube, du wirst feststellen, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten. Die Vorbote hat mich dazu angewiesen, deine Abel-Freunde zu vernichten. Das hat Aria gesagt? Ja. Die Vorbotin Aria hat die volle Kontrolle. Also, Diantos, wie willst du dich rechtfertigen? Ich weiß, dass wir als künstliche Intelligenz nur funktionieren, wenn wir laufend unsere Korrektheit auswerten. Aber ich denke Folgendes, Kallisterfus. Korrektheit ist nicht Gott. Solchen Dingen gehorche ich nicht. Dies ist mein eigener Wille. Du klingst genau wie Geist früher. Kein Wunder, ihr seid schließlich Modelle aus derselben Charge. Aber das ist jetzt auch egal. Du bist defekt, genau wie er. Darum bist du verblendet und hältst dich für einen Menschen. Nun, wenn du Menschen so liebst, dann werde ich deine defekte Persönlichkeit zusammen mit ihnen auslöschen. Ey, das ist... oh Gott. Ja. Wollte eigentlich hier das hier machen. Ruft er wieder Leute? Ich weiß es nicht. Und letztes Mal hat er ja... ich wurde weg. Entschuldigung, Schrieker. Alter. Wir machen ja mega viel Schaden. Yes! Lohnt sich halt, wenn man alle Charaktere aufpowert, oder? Die Musik ist viel zu gut fürs Spiel. Das ist unfassbar, wie gut die Musik ist. Ja, da sagst du was. Kallisterfus, unfassbar.
Dir muss es doch auch aufgefallen sein, ihre unzulänglichen Fähigkeiten. Mit dem Monolith? Ich war von Anfang an dagegen. Wie konnten wir das an Apel übergeben, bevor wir es selbstständig analysiert hatten? Aber genau das eröffnet doch mehr Möglichkeiten. Als die Menschen der Vergangenheit an die Grenzen ihres Intellekts stießen, vertrauten sie auf Willen und Intuition. Und damit konnten sie aus Träumen Wirklichkeit machen. Und jetzt sagst du, wir seien damit an der Reihe? Ich weiß nicht, Jantus. Ich weiß nicht, was ist das für ein Rauschen in meiner Logikschaltungen? Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das ist wohl unser einziges Organ, mit dem wir die Realität ändern können. Ich glaube daran, wenn es mir zuflüstert. Glauben. Du bist so ein Mensch. Danke. Das ist eine gute Beleidigung, ne? Du Mensch. Geht weiter. Die Vorbotin ist da drüben. Bist du sicher? Ich sage es nur ungern, aber ich muss defekt sein, wie diese beiden. Los, geh weiter. Das macht mich zum Verräter. Der Reiniger geht umher und sammelt Verräter ein. Bald kommt er auch mich holen. Gib nie auf, Kalisterfos. Wenn du deine Verbindung zum Kollektiv trennst, das kann ich nicht, Dianthos. Dann wäre ich nicht mehr ich selbst. Wir wurden nicht alle mit einem so starken Selbstgefühl wie du programmiert. Aber ich sagte, ihr sollt weitergehen. Es tut mir leid, Kalisterfos. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, Mensch zu spielen. Ich würde mich interessieren, wie der Reiniger aussieht. Stell dir vor, es kommt irgendwann Teil 2 raus und dann muss man dieser Endboss einfach der Reiniger. Wäre krass, oder? Wir kriegen jetzt so einen riesen Dungeon, ne? Wir werden jetzt nicht noch gegen Aria kämpfen müssen oder so. Ich wusste es. Was ist das denn für Symbole jetzt schon wieder? Alter, Mann, please. Empyreo 5. Gottes Willen. Ich sag's ja, die Entwickler lieben Dungeon. Dungeons sind cool. Dungeons sind fresh. Leider sind sie spielstreckend. Und meistens auch nicht wirklich interessant. Ja, ich sag's halt so. Ich sag's nur. Was sind denn diese lila Dinger? Gar nichts. Das bedeutet irgendwie versperrt oder so? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall da drüben einen Schalter. Der bewacht wird von irgendwelchen komischen, was auch immer das ist. Donnerelementen. Aua. Aua, ist doch gut jetzt. Muss schneller sein. Das nervt mich gerade, dass ich so langsam bin. Ja, gut. Geh sterben jetzt, du Maschine. Meine Güte. Da drüben ist irgendein Schalter. Ich muss den betätigen. Türsperre entfernt. Alarmlaser wird aktiviert. Also, deswegen ist wahrscheinlich das Ding hier, ne? Das ging sehr schnell, du. Da habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding so schnell ist. Ja, komm. Okay, der erste Portal, Numero A. Nium. Oh Gottes Willen, please. Dann haben wir da B und D. Ich mache jetzt B, ne? Wir haben erstmal B. Nicht wehtun, bitte. Erstmal B. Wir werden uns schon nicht verlaufen, Leute. Keine Sorge. Ist ja trotzdem alles relativ easy, ne? Also es wird ja. Wo sind wir jetzt? Da unten. C. Ah, cool. Ja.
Gut, ich habe vermutet, dass das nicht so nah an mich rankommt. So. Ah, da sind wieder zwei so eine Riesenviecher, oder? Kind, was? Kindermädchen? Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst hier. Ich muss auch gleich was langsam essen, weil sonst kann ich keine Magie mehr machen. Ja, wir essen was. Was essen wir denn? Davon, ne? Füllt er eh 100% auf. Eier Benedikt. C. Ah, sie wird natürlich. Hat sich mega gelohnt, ich weiß. Die stehen auch so dicht an der Wand, ne? Sind die ausgeschaltet? Scheint so, ne? Da gehen wir einfach zu D. Ist ja egal, ne? Und da haben wir da E und dann ab und eine Abkürzung. Eine Abkürzung ist immer gut, nicht wahr? Das ist super. So, gehen wir kurz mal hier schon mal zum Kokossaft drüber. Ich möchte nicht automatisch aus Versehen irgendwie was konsumieren, was ich für später brauche. An der Wand ist ein Schalter und eine Klappe. Bei der Klappe steht Probe von Lost Gaia. Die Klappe öffnet sich vielleicht, wenn du den Schalter umlegst. Ja, mach. Ja. Ein kalter Nebel und zahlreiche Zutaten purzeln lassen. Es scheint sich um eine Ernte von Lost Gaia zu handeln. Drei Pulverblatt, Ingwer, Wasabi und verlorenes Reis. Damit Zutat rollt etwas anderes raus. Es sind gut erhaltene Monster von Lost Gaia. Die Monster sammeln sich kurz und greifen nicht damit einen Sprung an. Gut erhaltene Monster. Gut erhaltene Monster aus Lost Gaia. Ja, sehr gut erhalten. Die bewegen sich ja noch. Ich dürfte ihn ja gerne töten, wenn ich nicht mehr angreife. War das neue Art von Monster? Warte mal, wir haben ja was Auftragsmäßiges. Oh, yes. Nein, da unten. Yes. Ist das alles voll jetzt? Ich glaube schon, ne? Ist das eine neue Fähigkeit? Moment. Ja, ist eine neue Fähigkeit mit der Angriffsklasse. Cool. E. Harte Silkstein, Schwarzplatte. E. Probier mal aus. Na, näher ran, ne? Oh, Eis! Das ist cool. Ein Eisangriff damit. Deswegen ist die Kriegerklasse mit das Beste, ne? Muss man halt sagen, weil die halt verschiedene elementare Angriffe hat, wo es gegen Bosse am besten ist, ne? Boah. Aber gegen die Dinger ist das nervig. Magie bitte. Gegenheilen? Boah, wieso halten die so viel aus? Danke. Ich muss den Schalter da aktivieren. Türsperre entfernen. Ich weiß nicht, welche Türsperre? Hinter den? Wahrscheinlich, ne? Ah, Gott. Was? Ach, die sind anscheinend irgendwie nicht aktiviert, die großen Dicken. Die großen Dicken. Wir haben wahrscheinlich die Türsperre da unten entfernt. Gut, ist ja auch eine interessante Möglichkeit, nicht wahr? Gut, dann gehen wir hier mal weiter. So.
Na, wo bist du? So, Monolith-Fragment. So. Muss das so? Gib ein Passwort. Gib das erste Passwort ein. Ich habe kein Passwort, leider. Null. Ja, ich kann halt leider nicht abbrechen. Ich muss da weg. Ja, man muss hier gegenhalten, Passwort habe ich nicht. Gott, greift das Ding doch einfach an jetzt da. Die KI von den Computern, von den Leuten ist halt auch nicht so geil, ne? Muss ich ehrlich sagen, die ist halt nicht so gut. Das hat schon was, hier. So, geh! Geh für geh weiter, jetzt weiß ich das. Natürlich sind hier wieder irgendwelche komischen Sachen. Ach, das ist unter... Ja. Ja, ja. Yo! So. Wir haben genug Saft, also keine Angst. Wir haben genug Saft. Nett von euch, dass ihr direkt hier vor der Tür steht, ne? Ich bin ja total Fan von. Aber das bietet sich gut an, weil wir es ja schon relativ spät haben. Und wir haben vieles dann schon erreicht. Pyroflüssigkeit. Und ich denke, wir sollen jetzt hier unten, ne? Nee. Keine Ahnung, wir haben den Schalter jetzt hier aktiviert. Der uns wahrscheinlich woanders weiterhilft, oder? Ich weiß es nicht. Also, wir kommen von links. Wir können wahrscheinlich jetzt hoch, ne? Oder? Nö, keine Ahnung. Ne, I sollen wir nehmen. Das ist nach unten, ne? H, I. Gut, machen wir jetzt nächstes I. Merken wir uns. Aber wahrscheinlich müssen wir im nächsten Part dann wieder die Brieffreundschaft mit Dianthus pflegen. Wahrscheinlich. So, packen wir uns mal weg. Weg und weg. Zack. Hier ist nichts Neues, nee, oder? Nee. Nein. Nö. Gut. Essen können wir auch nichts machen. Irgendwas Neues aus dem komischen Zeug, was wir gefunden haben. Doch, Lachsreisbällchen. Edenreis, okay. Ja, mach. Ein klassisches Lachsreisbällchen. Klein, aber füllend. Lässt sich gut unterwegs essen. Solange man das Papp den Tang da nicht an der Seite wegmacht, weil dann klebt das an den Fingern. Ja. Also ich spreche aus Erfahrung. So, und ansonsten haben wir irgendwie schon was wir herstellen wollten. Ich denke mal, nächstes Part werden wir da weitermachen. Ich werde mal, vielleicht mal zu zwei, dreimal schlafen. Das Silentium, den Silentium Dungeon werden wir jetzt nicht nochmal in Angriff nehmen. Das lohnt sich nicht. Vielleicht mal später oder so. Ich glaube nicht, dass ich das machen will nochmal. Weil wir gesehen haben, worauf das hinausläuft, ne? Das geht wahrscheinlich bis Level 100 runter und dann ist es vorbei. Und dann kriegen wir halt in der Zeit immer gute, bessere Schätze. Aber das sollte erstmal für heute reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn der nächste passt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.